Hallo ihr Lieben, jetzt bin ich endlich bei RKG in Bonn angekommen und das ist der Junaid Korc, der Verkaufsberater hier bei RKG Mercedes in Bonn. Freut mich, Tarek, schön, dass du da bist. Hallo mein Freund, grüß dich. So, der Junaid, mein Bruder, der zeigt mir heute einen geilen EQA 250. Junaid, erzähl mal, was haben wir denn hier Schönes hier? Ein Mercedes EQA. Also hier haben wir einen ganz schönen EQA 250. Tarek, du darfst heute Spaß haben mit dem Auto, ja, einfach einen geil schönen Tag verbringen, das Ganze einfach mal testen, wie weit du fahren kannst, wie das mit der Ladung funktioniert, genau, wie der Innenraum aussieht, gucken wir uns alles gleich nochmal genau an. Also Junaid, ich bin Kunde, ich bestelle mir den EQA heute. Wie viel Lieferzeit haben wir denn momentan? Ganz genau. Das Schöne ist, wenn ihr den jetzt bestellt, ist er ab dem dritten Quartal lieferbar. Das heißt bis September, je nachdem wie die Lieferzeiten sind, können wir auch aufs vierte Quartal übergehen. Okay. Einfach anrufen, falls direkte Fragen bestehen oder sonstiges, absolut, mir Bescheid geben. Ja, können wir gerne machen. Natürlich bedanke ich mich beim Autohaus RKG in Bonn, beim Herrn Korc hier, heute gesponsert von denen, unbezahlt, aber egal, ich habe zumindest einen Kaffee bekommen und den geilen EQA. Und einen schönen Tag drauf. Genau. Ne? Junaid, was kostet der so, wie der hier steht jetzt, hier mit also, Teilleder? Der liegt jetzt als Verkaufspreis um die 48.000, da sind schon alle Prämien abgezogen. Ja. Und der hat schon eine sehr schöne Ausstattung drin, wie gesagt, die Teilledersitze unter anderem, eine Rückfahrkamera, die getönten Scheiben, ja, und einige weitere Extras. Cool, sieht cool aus. Was haben wir für Felgen drauf? Felgen sind die Alufelgen in dem Fall, ja, in dem schicken Design, ganz 18 genau. 18 Zoll, genau. Und das Schöne ist, das ist auch so eine elektrische Felge, ne? Mal was anderes. Und was ist vom Werk aus noch mit dabei an Ladekabel? Also Ladekabel ist ja jetzt hier in dem Fall das Wallbox-Kabel, sowie das das Kabel für die Haushaltssteckdose. Ja. Das Schöne ist, also Typ 2 Kabel und Schuko-Steckdose. Ganz genau. Da sind sie schon. Schuko-Steckdose, Typ 2 ist dabei. Jawohl. Ja, ihr Lieben, ich freue mich riesig auf den EQA. Wir fahren gleich direkt zur Ladesäule, fahren den erstmal auf 100%, laden den auf 100% voll und dann geht es auf die Autobahn bis 50% runterfahren. Ich möchte wissen, was kann der so bei 120 km/h auf der Autobahn? Wie weit kommt der? Ne? Ja. Junaid, noch eine Frage. Wie ist die Nachfrage momentan bei den Elektromodellen? EQA, EQC? EQA ist ja noch ziemlich neu. Ja, also EQA ist ziemlich neu. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit mit Allrad, auch mit den stärkeren Maschinen und mit der erhöhten Reichweite. Die Nachfrage ist tatsächlich ganz hoch. Also wir verkaufen die Fahrzeuge gerade auch sehr aktiv. Ja. Kommt rein, informiert euch oder wie gesagt, schreibt den Tarek nochmal an. Wie ist deine persönliche Einstellung zu Elektro? Das würde mich gerne interessieren. Also Elektro muss man einfach mal erlebt haben. Das ist das Wichtigste. Wenn man Elektro nicht kennt, hat man viele Vorurteile. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, das deswegen stimmt. Einmal Probe fahren, ausprobieren. Wir also C63 AMG? Oder jetzt kommt die Frage. Ist ja natürlich was ganz anderes, ja, oder? Ja, genau. Es ist ein Spagat mit drin. Aber tatsächlich ist es auch so, wir haben Kunden, die fahren C63 AMG, möchten dennoch zusätzlichen Elektro haben. Okay. Und da ist der Spagat tatsächlich auch da. Und ihr seid Zeugen, wenn der EQS da ist, darf der Tarek den natürlich fahren. Schauen wir uns an, kriegen wir hin, Tarek. Also bevor es aber jetzt auf die Autobahn geht, möchte ich den EQA erstmal vollladen. Wir haben 79% im Akku und ich möchte ihn auf 100% hochladen. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Bevor es aber losgeht gleich und wir 100% im Akku haben, möchte ich mit euch über das Armaturenbrett ein bisschen quatschen. Das ist schon sehr ähnlich hier wie beim EQC. Hier haben wir die wunderschönen runden Lüftungsdüsen, was mir sehr gefällt optisch. Am meisten gefällt mir das Lenkrad beim Mercedes mit dem dicken Kranz, kann man schön anfassen. Hier hat man eigentlich sehr intelligente Knopfverbindungen gemacht, Tasten, mit denen man hier alles soweit regeln kann. Rechte Seite für das rechte Bildschirm, linke Seite für das linke Bildschirm. Ansonsten haben wir hier noch so einen kleinen Touchpad. Es ist schon teilweise Klavierlack verbaut, aber stört mich nicht. Sieht optisch gut aus, aber sehr pflegeintensiv. Ansonsten die Kunstlederverarbeitung hier mit den Ziernähten finde ich auch ganz gut. Hier Alu-Optik, sitzt gut in der Hand und man kann während der Fahrt den Arm hier schön auflegen. Das ist auch sehr wichtig auf Langstrecke. So, ihr Lieben, wir haben 100% erreicht in 17 Minuten, knapp 18 Minuten von 80 auf 100%. 14 Kilowattstunden knapp geladen. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Also knapp 18 Minuten von 80 auf 100%. Der EQA, der kann richtig gut laden, vor allem Dingen in den hochprozentigen Bereichen
zwischen 80% und 100%. Die Reichweitenwolke übrigens, die ist jetzt ziemlich größer geworden. Wir könnten quasi knapp bis nach Straßburg jetzt fahren, von Bonn aus. Aber wo geht's denn heute hin? Meine Reichweitentests, ihr wisst ja, ich versuche immer so ein bisschen Sachen einzubauen, damit es für euch nicht langweilig wird, damit ihr nicht nur musikhinterlegte Autobahnetappen seht, auch mal was fürs Auge. Deswegen habe ich mir was überlegt. Hey Mercedes! Was kann ich für dich tun? Navigiere mich zum Konrad-Adenauer-Ufer in Koblenz. Ich habe diese Ergebnisse gefunden. Wo möchtest du hinfahren? Ja. Los geht's. Ja, was kann ich euch denn jetzt nach ein paar Kilometern erzählen? Also er lässt sich sehr komfortabel fahren. Fahrwerk ist sportlich straff, aber auch gleichzeitig komfortabel. So wie fast alle Neufahrzeuge heutzutage. Erinnert mich auch sehr stark an den ID3. Du hast hier natürlich eine gewisse hohe Sitzposition. Nicht so ganz hoch wie in einem ID4, würde ich schon behaupten. Aber relativ guter Überblick überall. Das Auto ist auch von innen wie von außen, er wirkt nicht sehr bullig, schon so ein bisschen kompakt, aber trotzdem sehr geräumig. Also Mercedes hat das wirklich sehr gut gelöst. Die Haptik ist sehr gut, alles lässt sich gut anfassen, die Arme liegen sehr bequem, das Lenkrad, wie eben schon erwähnt, super. Die Rekuperationsstärken sind hier hinter dem Lenkrad bei den Pedals einstellbar. Jetzt beschleunige ich mal ein bisschen und wie sieht es mit der Beschleunigung aus? Auch sehr gut. Also wir haben hier 190 PS, 0 auf 100 in 8 Sekunden noch was, genau, weiß ich das nicht. Die Batterie ist 66,5 Kilowattstunden Nettokapazität hatte und eine WLTP-Reichweite von 400 noch was Kilometern. Das werden wir jetzt zumindest heute mal austesten, wie das denn auf der Autobahn aussieht. Ich fahre überall, wo es geht, 120 bis 130, je nachdem. Und wenn es mal nur 100 erlaubt sind, dann fahren wir auch nur 100. So wie es sein soll. So, was ich noch gerne ansprechen möchte, Thema Assistenzsysteme. Ihr Lieben, wir haben hier in diesem Vorführfahrzeug leider nicht das Assistenzpaket. Wir haben Totwinkelwarner und ein Spurhalteassistent, wo das Lenkrad dann nur leicht vibriert. Aber Tempomat haben wir auch, aber Abstandstempomat mit automatischer Distanzregelung sowie Autopilot gibt es hier leider nicht. Das kostet dann ungefähr im Assistenzpaket 1500 Euro extra und das Geld ist super, super, super gut angelegt. Spart nicht an Assistenzsystemen, das rettet Leben, auch wenn es nur einmal zu einer Unfallsituation kommen sollte und die Assistenzsysteme euch den Arsch retten sollten, Leute, dann hat sich die Investition schon gelohnt. Ihr könnt euer eigenes und andere Leben damit retten, wirklich. Und es ist noch zusätzlich ein Comfort-Future, der die Langstreckenfahrt unheimlich erträglicher macht. Ganz wichtig. So, willkommen in Koblenz. Und zwar, wir sind jetzt nicht direkt in Koblenz in der Altstadt, sondern hier, dort, wo sich die Mosel und der Rhein treffen. Und genau da ins Dreieck, da steht ein Mahnmal und den gucken wir uns gemeinsam an. Aber vorher, was haben wir denn jetzt bis hierhin verbraucht? Wie hat sich der EQA geschlagen? Wir haben jetzt von Bonn bis nach Koblenz 82,5 Kilometern gemacht und ein Durchschnittsverbrauch von super 17,9 Kilowattstunden. So, ich habe einen schönen Parkplatz gefunden hier, direkt kurz vor der Altstadt von Koblenz. Da, wo sich die Mosel und der Rhein treffen. Hier war ich noch nicht. Als Rheinländer muss man sowas mal gesehen haben. Es ist übrigens sehr schön hier. Bisschen trübes Wetter, bewölkt, aber immerhin kein Regen. Ja, unser EQA, der wartet dort auf uns. Jetzt geht's erstmal los. Thank you.
So, ihr Lieben, da ist das Mahnmal. Ich befinde mich jetzt genau auf dem deutschen Eck. Hier fließt die Mosel und direkt verbindet sich hier mit dem Rhein. Und hier hinter uns auf der rechten Seite fließt der Rhein. Das ist echt wirklich sehr schön hier. Schade, dass das Wetter so trüb ist. Weil unter der Sonne würde das alles viel, viel, viel schöner aussehen. Aber trotzdem, ich bin das erste Mal hier. Ich werde mit Nase definitiv noch mal hier hinkommen. Wir werden die Koblenzer Altstadt noch besuchen. Also, wer noch nicht hier war, unbedingt ab ins Auto, am besten elektrisch. Und ab nach Koblenz zum deutschen Eck. Also, einmal die Mosel, einmal der Rhein. Perfekt. Da vorne fährt die Seilbahn übrigens. Und das ist hier wirklich sehr, sehr schön. Also, die Seilbahn, Nase und ich, wir werden diese Seilbahn nochmal testen. Ja, schaut mal, was ich gefunden habe. Leckere Erbsensuppe. Direkt schön am Rhein sitzen und meine leckere Erbsensuppe genießen. Wenn ich sowas immer mal finde, Leute, lasse ich es mir nicht entgehen. Ich liebe Erbsensuppe über alles. So, Frühstück und Mittagessen in einem. Jetzt bin ich glücklich und gleich brauche ich einen Kaffee, aber machen wir unterwegs. Ihr Lieben, Thema Navigationssystem und Ladesäulen. Also, wir haben immer die Möglichkeit, Ladesäulen in die Route hinzuzufügen. Das wird auch natürlich automatisch schon gemacht. Wenn ich jetzt eine längere Strecke eingebe, wie zum Beispiel nach Hamburg oder München, dann werden die Ladesäulen automatisch mit integriert. Du hast sogar die Möglichkeit, hier im EQA selbst zu bestimmen, mit wie viel Prozent du an der Ladesäule oder am Zielort ankommen möchtest. Das ist sehr gut. Hier gibt es das Symbol zum Laden, wenn wir da drauf drücken, in der Umgebung, in Zielumgebung und entlang der Route. Das wählen wir mal aus zum Beispiel und schon kommen uns die Ladestationen entgegen, entlang der Route. Da kann man sich dann auch hin navigieren lassen. Also Thema Ladestationen und Navigationssystem, das ist beim EQA oder EQC, überhaupt bei den EQ-Modellen mittlerweile bei Mercedes wirklich sehr gut gelöst. Ja, gibt es denn nun nichts Negatives, was dir aufgefallen ist an dem EQA bis jetzt? Doch, gibt es, Leute. Eine Sache bis jetzt, was mir wirklich unangenehm aufgefallen ist, und zwar, es ist der Frontantrieb. Ja, ich mag keinen Frontantrieb, weil der hat einen starken Durchtritt, vor allen Dingen im Sportmodus habe ich eben probiert. Sobald du reintretest, dann... Also, der kommt wirklich sofort, aber, das ist ja Hyundai Kona-Syndrom, nenne ich das mal. Der Hyundai Kona, der hat ja auch 204 PS und die Vorderräder durchdrehen dann immer. Auch sogar bei trockener Fahrbahn quietschen die Vorderräder und das mag ich nicht so. Das ist dann Traktion, die verloren geht, Kraft, die dann einfach verloren geht und wo die Beschleunigung vor allen Dingen bei nasser Fahrbahn nicht so viel Spaß macht. Das ist nicht so mein Ding. Also Heckantrieb würde dem hier viel, viel, viel mehr stehen. Viel mehr. Ja, meine Lieben, die Reise ist zu Ende. Unser EQA hat nur noch 52% im Akku. Aber was haben wir denn jetzt insgesamt gemacht und verbraucht? Also, Durchschnittsverbrauch 18,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und gemacht haben wir 168 Kilometer. Moment, ich mach's mal etwas näher. Hier, bitteschön. 168 Kilometer in 3 Stunden gemacht. Die 3 Stunden zählen aber nicht, weil wir noch in Koblenz waren, ein bisschen Sightseeing gemacht haben, in der Stadt noch ein bisschen waren und so weiter und so fort. Eine Restreichweite von 197 Kilometern wird uns noch angezeigt übrigens. Das heißt, meine Lieben, wir würden locker 175 Kilometer mit einer halben Akkuladung hier beim EQA machen. Ich finde den Durchschnittsverbrauch von 18,7 Kilowattstunden mega, weil wir ganze Zeit auch hier
Klimaautomatik auf Automatik und Klimaanlage war an. Auf 21 Grad war der ganze Zeit eingestellt. Also, somit ist der EQA langstreckentauglich, absolut. Finde ich super geil gemacht, Mercedes. Das habt ihr echt toll gemacht. Dafür, dass das so ein Crossover-SUV ist, geht der Verbrauch absolut in Ordnung. Reichweite, Langstreckentauglichkeit, mega, finde ich super. Ihr müsstet also auf Langstrecken auf der Autobahn alle 260 bis 270 Kilometern für eine halbe Stunde, 25 Minuten nachladen. Das ist super in Ordnung. Das geht total. Finde ich toll, finde ich mega. So viel zu Reichweite und Verbrauch. Und jetzt geht's zur Ladesäule, denn wir sind nämlich wieder an der gleichen Ladesäule, wo wir heute gestartet sind. In Bonn von den Bonner Stadtwerken zur Verfügung gestellt. Die Ladesäule kann bis zu 135 kW geben. Der Mercedes EQA, der soll ja bis 100 kW im Peak ziehen können. Und das testen wir jetzt zusammen. So, jetzt geht's los. Was kriegen wir denn hier? 15. 15 kW kann nicht sein. Ladeleistung 16. 30. Und komm, die 100 will ich aber sehen. Die 100 will ich sehen. Komm, EQA. Du hast dich so gut geschlagen auf der Autobahn. Na komm. Ja, 60. Wobei, der Akku ist nur halb voll, Leute. Vielleicht kriegen wir die 100 gar nicht. Stimmt. Also, immerhin 85 kW. 92, 98, 103 kW. Perfekt. 100, 200. Perfekt, Leute. So soll es sein. Perfekt. Also 52% mit 51 angeschlossen und wir haben die 100 kW gesehen, sogar bei 50. Wir haben hier heute kurz vor dem Start hier das Auto von 80 auf 100% geladen in 17 Minuten. Das war top. Das war top. Das hat Mercedes wirklich toll gemacht. Der EQC, der kann das nämlich übrigens auch. Also die können zwischen 80 und 100% sehr schnell laden. Das wünsche ich mir für den Mach-E und das wünsche ich mir noch viele andere Elektroautos. Der Audi kann das ja, der e-tron, finde ich toll. Also auf Langstrecke, wenn man mal auf 90% hochladen möchte, um dann etwas weiter fahren zu können, dann ist das wirklich sehr, 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 sehr praktisch. Also darauf sollten die Autohersteller unbedingt achten. Das ist das A und O bei der Elektromobilität, dass man zwischen 80 und 100% eine gute Ladeleistung hinbekommt. Fazit des Tages, der EQA. Was soll ich dazu sagen? Ich bin wirklich sehr überrascht. Ich bin positiv überrascht von dem Fahrzeug. Reichweite geht in Ordnung, Verbrauch mit 18 Kilowattstunden geht in Ordnung. Also Ladeleistung geht in Ordnung, vor allen Dingen auch in höheren Bereichen. Perfekt, Leute. Also wer ein Mercedes immer schon gefahren ist, wer auf den Stern nicht verzichten möchte auf der Motorhaube und aber auch nicht so unbedingt ein Riesenschiff fahren möchte, der ist mit dem EQA super aufgehoben. Echt. Also vielen Dank nochmal an das Autohaus RKG und an Junaid, mein Freund. Danke dir. Das war's von mir heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas unterhalten hier mit Koblenz und Sightseeing und Reisetipp wieder mal zwischendurch. Ist ja sonst immer zu langweilig, ne? Immer nur Autobahn, Autobahn, Autobahn. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ich sag tschüss, bye bye.